Scheiße, es ist. Boah, ist die Wichse. 2 Uhr morgens. Bei mir sind gerade alle am Pennen. Außer mein Dad, der mir bei der Lautstärke gleich safe aufs Maul haut. Jedenfalls, ich gucke einfach so auf meinem Channel. 6 Abonnenten. Und ich denke mir nur, wer abonniert diesen Rotz-Channel? Kommentiert mal was, sonst bekommt ihr auch Corona wie ich. Oh, ich muss in 3,5 Stunden zur Arbeit. Kein Bock auf die Wichse. Ich bin jetzt mit Arbeit fertig und esse hier meine safe schon abgelaufenen, halb verschimmelten Palapa-Nachos. Aber heute war immerhin wahrscheinlich der Tag, worauf sich jeder Arbeitende am meisten freut. Der Tag, an dem es endlich Sparra gibt. Ach Jungs, endlich mit Arbeit fertig. Sau müde. Aber dafür immer eine gute Nachricht. Zwar guckt euch mal die Abrechnung an. Den Groschen. Warum mache ich eigentlich noch YouTube? Ich meine, dafür, dass ich nur 5-6 Stunden pro Woche am Wochenende arbeite, geht das eigentlich voll fit? Und gleich wird erstmal ordentlich Schaschlik gegessen. Jungs, eigentlich wäre ich schon längst in Rom, wenn ihr das Video hier sehen werdet, würde dort entspannt meine Eier schaukeln und ungefähr einen Abend wie den hier durchleben. Ich gehe all in. Shit, ich gucke ihn einfach mal an. Glaubst du wirklich, deine Karten sind gut genug? Ich glaube, ich habe 2 Feuerblumen. Und zwar hatte unsere Schule neben vielen anderen Schulen eine Schulfahrt nach Rom geplant. Und wir wären halt durch ganz Italien mit einem Bus gefahren. Aber dann kam ein alter Bekannter von mir, Corona, und dachte sich nur so: Und das hat halt meine Stimmung für das restliche Schuljahr bei mir komplett ruiniert. Die Romfahrt war überhaupt der einzige Grund, warum ich noch an meiner Drecksschule geblieben bin. Und glaub mir, ich bin definitiv nicht der einzige Schüler, der so tickt. Die Hälfte meines Jahrgangs ist wegen der Schulfahrt noch überhaupt an unserer Schule. Jedenfalls wurde die Schulfahrt nach Rom wegen dieser Corona-Wichse jetzt irgendwann auf den Herbst verlegt. Aber gebt euch mal die Leute, die schon einen sicheren Ausbildungsplatz gefunden haben und ja, im Sommer halt auch mit ihrer Ausbildung anfangen wollen und dann halt mal eben nicht die Hälfte ihrer Urlaubszeit für eine verfickte Fahrt nach Rom mit der Schule opfern wollen, ne? Und ich habe gehört, dass mit ziemlicher Sicherheit ein Lehrer bei unserer Schule auf Corona positiv getestet wurde und ja, unseren Schulleiter juckt's halt nicht. Perfekt. In Quarantäne in der eigenen Schule eingesperrt zu sein, der Traum eines jeden Schülers. Aber jetzt mal Real Talk, da wird echt zu viel Drama draus gemacht. Diese ganzen Hamsterkäufe und diese ganze Panik und oh Gott. In den nächsten Monaten oder beziehungsweise Jahren werden sich die meisten damit infizieren und es werden normale Behandlungen geben, normale Impfungen und alles Mögliche. Also, ich bitte euch. Denkt einfach daran, euch mit ungewaschenen Händen am besten nicht anzufassen. Und ja, euer Jarak zählt auch dazu. Und ja, solltet ihr in den nächsten Wochen von mir nichts hören, dann hab ich Real Talk auch Corona. Na dann, Homos. Man sieht sich.